einen wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Das Ganze natürlich mit Heiko Behrendt, unserem Scalping-Experten. Ich bin gespannt, was der Markt heute zur Eröffnung tun wird. Ist ja in der letzten Zeit immer recht undurchsichtig, würde ich mal so sagen. Ja, ich hoffe, es sind jetzt auch einige dabei, die heute Morgen vielleicht beim Dirk dabei waren. Der Dirk hat ja schön Werbung fürs Webinar hier jetzt gemacht, weil das ja von letzter Woche Mittwoch auf diesen Dienstag verlegt wurde hier die ganze Veranstaltung. Und von daher darf ich Sie auch ganz herzlich im Namen von FXLED begrüßen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich freue mich, was der Heiko jetzt gleich mitgebracht hat. So, bevor ich aber übergebe, Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte nichts als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz gleich, was der Heiko gleich handeln sollte, analysiert oder erklärt, vollkommen egal. Schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. So viel von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, Heiko, let's go. Viel Spaß, viel Erfolg. Und wenn was sein sollte, ich bin ja da im Hintergrund. Ich passe auf. Super gut. Ja, erstmal vielen Dank, Florian. Warte, jetzt muss ich mal kurz. Ich sag dir Bescheid, ob es der richtige Monitor ist, wenn du ihn überträgst. Ah, hier. Ich habe gerade geguckt bei neuer Monitoranordnung. Monitor 3. Jo. Genau. Passt. Futures Handel, das sieht gut aus. Gut, dann also wie immer erstmal herzlich willkommen und ja, schön, dass ich da bin. Oh, denn letzte Woche das Webinar ist ausgefallen, weil ich am Dienstag zum Arzt bin und der Arzt meinte, ich soll lieber ins Krankenhaus gehen und mich da mal noch mal ein bisschen näher durchchecken lassen, was auch ganz gut war, da ich sozusagen vor der Katastrophe, die eventuell hätte kommen können, sozusagen rechtzeitig beim Arzt war. Ja, am Ende, ja, wie am Trading, eine gute Vorbereitung ist es A und O und oder eine gute Analyse, ja, fürs auch erfolgreiche Trading. Und eins muss ich vorweg schon sagen, eventuell, ich weiß es nicht, am 1.12., also es findet jetzt demnächst dann nochmal eine OP statt im Dezember. Und da wir im Dezember auch nochmal FX-Flat-Webinar haben, ich hoffe nicht, dass die OP genau da reinfällt. Aber auf alle Fälle werdet ihr rechtzeitig informiert werden. Ja, ich kann das Ganze erst am 1.12. bekannt geben, weil da wird erst der Termin festgelegt und vorher ist leider nichts machbar. Ist so. Gut, dann das mal so das Organisatorische vorab. Ich habe mir gedacht, wie immer, ich mache vor Handelsstart ein bisschen Ausbildung und ein bisschen erklären und was ich so tue. Und habe auch ein kleines Geschenk nochmal für euch mitgebracht, für alle, die bei FX Flat sind. Zudem möchte ich noch ein bisschen auf die Handelskonzepte eingehen, die ich für mein Nasdaq Trading nutze. So, ich mache hier noch ein bisschen das Gepiepe leiser. Die ich für mein Candle Trading nutze. Und ja, ich animiere euch auch gerne, mir dazu Fragen zu stellen, denn nichts ist schlimmer, wenn ihr mit irgendwelchen Fragezeichen hier rausgeht, sondern eher die Fragen stellt und so aktiv am Webinar das Ganze mitgestalten könnt. Das ist natürlich eigentlich, denke ich mal, für den Mehrwert für euch vor allem halt wesentlich besser, als wenn ich jetzt da irgendein Programm runterratter. Genau. Ja. Handelskonzepte. Damit ist gemeint, ich habe da mal ein bisschen aufgeschrieben heute mit euch. Oder das will ich einfach mal mit euch durchgehen. Ich kann jetzt jedes Konzept nicht im Detail erklären, aber ich will mit euch einfach mal durchgehen, wie ich denn so handle und habe das Ganze mal für mich aufgeschrieben. Ja, empfehle ich auch jedem durchaus, es herzugehen und zu sagen, okay, was handle ich denn? Also vielleicht auch erstmal zu überlegen, was sind denn so meine Stärken? Was kann ich nicht so gut? Gibt es gewisse Setups, die sich über die Zeit herauskristallisiert haben? Kann es vielleicht sein, dass der Handelsansatz, den der Dirk Hilger als Beispiel fährt, den er heute Morgen wieder gezeigt hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich war jetzt nicht bei dem Webinar dabei, aber wenn ich Zeit habe, schaue ich da mal gerne mal rein. Ja, aber da sieht man auch, er hat einen gewissen Handelsansatz und er handelt ihn mit jeglicher Konsequenz, ja, sowohl im Verlust als auch im Gewinn. Und am Ende geht es wirklich immer bei jedem Handelskonzept darum, zu sagen, das passt zu mir. Ich vor allem, oder warum es auch für einen passen soll und muss, ist definitiv der einzige Grund, der uns nämlich davon abbringt, dieses Konzept nicht mehr zu handeln, nämlich in Verlustphasen.
So, wenn ich aber weiß, dass ich neben Verlusten halt auch Gewinntrades damit habe und die Gewinntrades am Ende aufgrund meiner Aussagen oder meiner Auswertungen, die ich da mache, sehe, dass das einen Vorteil bietet im Markt, dann komme ich auch gut durch schlechte Phasen durch und jedes Setup hat logischerweise schlechte Phasen. Und deswegen an der Stelle möchte ich einfach mal meine Handelskonzepte relativ grob anreißen, ein bisschen was dazu erzählen. Werde jetzt da nicht so ausschweifen, weil wir wollen ja auch dann schauen, ob was am Markt geht. Ja, der Handelsverlauf der letzten Tage, muss ich sagen, war echt chaotisch. Ich habe gestern nur einen einzigen Trade gestern abgesetzt und ansonsten ist, glaube ich, aktuell bei dem Verhalten Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, muss ich ganz klar sagen. Ja, sehr, sehr schwierige Verläufe gerade und mal sehen, ob ich mich darauf einlasse oder eventuell auch gar nichts mache. Und das ist vielleicht auch, gehört auch zu einem Konzept zu erkennen als Trader, wo schwindet mein Vorteil gen Null und wo ist es eher so, dass das Risiko für mich oder eher so hoch ist, dass es gar keinen Sinn macht, selbst wenn vielleicht ein gedanklicher Trade aufgeht, aber die Risiken im Markt sind vielleicht viel höher als das, was als Gewinn dann rauskommen könnte. Ja. Gut, wir steigen mal in die Handelskonzepte ein. Ich habe das Ganze so ein bisschen unterteilt. Einmal in Trend-Trading, relativ einfach und simpel, mache ich schon 1 Minuten EMA-Trading. Die allererste Frage, die da immer kommt, welche EMAs nutzt du? Ich beziehe das hier ausschließlich auf den Nasdaq Future. Ja, die EMAs, prinzipiell am Ende ist es fast wurscht, welche ich nehme. Denn je nachdem, wie der Markt halt wackelt, wird halt ein EMA, wird ein schnellerer EMA mal besser funktionieren, ein schlechterer EMA oder also ein etwas größerer EMA wird dann mal ein bisschen weniger gut funktionieren oder ist vielleicht dann zu lahm. Ich suche gerade just mein Zeichentool. Ah, da ist es, gut. Ja, und am Ende ist dieses EMA-Trading eigentlich nur eine visuelle Unterstützung für einen Chartverlauf, der eventuell so ausschaut, ja. Wenn der Markt halt so nach oben geht und eine Tendenz hat, kann es halt sein, dass er hier so an einem EMA lang handelt. Ja, es gibt natürlich aber auch Tage, wo vielleicht die Trends eher so sind und der EMA kommt hier und prallt dann so ab und zieht sich dann wieder hoch. Ja, also, ja, und je nachdem, wenn ich dort jetzt einen ganz schnellen EMA habe, ich sage mal hier, das ist Wert 10 und das hier, keine Ahnung, Wert 100 als Beispiel. Ja, und ich würde den 10, 10er hier reinmachen und würde hier oben auf Long gehen, dann bin ich halt zu schnell. Also ganz klar ist, je schneller oder je kürzer der EMA ist oder von der Wert, je kleiner der Wert ist, desto schneller reagiert er. Und desto mehr kann er auch Fehlsignale generieren, ganz logisch. Funktionieren tut das eigentlich immer nur, wenn halt der Markt an sich, also nicht der EMA macht den Markt, sondern wenn der Markt halt gerade so einen Rhythmus hat, wo die EMAs halt dazu passend sind, dann lässt sich da relativ einfach auch nach handeln, nach der Struktur. Meine EMAs, die ich nutze im Nasdaq, sind 30 im 1-Minuten-Chart, 30 und 100 M1. Ja. So, oder machen wir ein großes M1. Ja, 30 und 100. Ich habe einfach, wenn ihr jetzt sagt, okay, probiere ich mal aus, okay, passt, passt nicht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, da weiß ich nicht, was ich nehmen soll, dann klatscht halt erstmal für einen Monat von mir aus ganz viele EMAs rein und guckt halt, wo passt das, wo würde der EMA zum Chartverlauf passen, dass sich daraus einen Vorteil ergibt. Also habe ich das gemacht. Und irgendwie sind 30 und 100 rausgekommen. Das wird sich über die Zeit, ändert sich das und klar ist, EMA Trading funktioniert logischerweise nur im Trend, in der Range, wenn der Markt halt nur so hoch geht, ja, und die EMAs hier sozusagen nur so lang gehen, ja, dann habe ich da auch ein Fehlsignal, logischerweise. Genau, also das EMA Trading, dann das nächste ist dann Außencandle Trading in Bewegungsrichtung. Das Thema haben wir auch schon mal besprochen hier. Ich habe jetzt nicht geguckt, welchem Webinar das ist, aber ihr habt ja eine Playlist mit meinem Namen beim YouTube-Kanal von FX Flat und da könnt ihr durchaus nachschauen. Und was ist damit gemeint? Das heißt, ich fokussiere in einem Trend auf eine Bewegung, dann gibt es eine Außenkerze. Und wenn dann die Korrektur innerhalb der Außenkerze bis darunter geht und wieder hochgeht, versuche ich hier im unteren Drittel, im besten Fall im unteren Drittel, einen Long Trade in Trendrichtung einzugehen.
Weil es durchaus sein kann, dass wenn der Markt übers Hoch kommt, auch wieder abverkauft und dann will ich hier oben nicht long sein, sondern da unten long. So, das ist sozusagen dieses Außen-Candle-Trading in Bewegungsrichtung. Wer auch so, ich sage manchmal, bei Facebook, bei Discord oder bei meiner Skype-Gruppe, wer da mit dabei ist, der sieht das ja auch, dass ich dort immer auch sowas gerne mal poste. Ja? Also auch auf meiner Facebook-Seite oder auch mal bei Twitter poste ich dann halt auch mal was darüber. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben da auch ein Ausbildungsthema dazu gemacht. Und das kann man ja dann für sich dann halt nutzen. Genau. Dann nächstes Setup wäre Impuls-Candle-Trading. Das haben wir auch mal behandelt, dass es mal Phasen gibt. Aktuell sind sie nicht da. Aber es gibt immer mal wieder Phasen, wo man die erste Minute einer neuen 5-Minuten-Kerze oder die erste 5-Minuten-Kerze einer neuen Stunde so eine Impulskerze ist, die man dann halt auch oftmals in Trendrichtung dann nutzen kann. Also das wäre dann noch eine Idee. Und ganz klassisch wäre halt Breakout-Trading, bedeutet, so wie wir es jetzt gerade heute, ja, am Ende ist es nicht passiert, aber wenn ich jetzt von unten kommend, ja, hier eine Seitwärtsrange habe, der DAX konsolidiert jetzt seit 7 Tagen oder 8 Tagen jetzt ja nun seitwärts und dass man hier oben versucht, den Breakout zu traden, wenn halt wirklich der Trend rausgeht, egal ob jetzt auf Stunde oder 5-Minuten-Chart und dass man dann versucht, da in Trendrichtung mitzugehen. Natürlich wäre das Breakout-Trading auch auf der anderen Seite auch möglich, dann wäre es halt ein Korrektur-Trade, ja, oder vielleicht ein neuer Trend-Trade, wenn sich daraus dann ein Abwärtstrend ergeben sollte, ne? Dann wäre man als frühestes Signal dann in einem möglichen Abwärtstrend dann halt short. Dann das antizyklische Trading oder Range-Trading. Hier ist es so, das haben wir auch schon mal gehabt, das war in einem Webinar, das hieß Kreativität beim Finden von Setups, auch in der Playliste von FX Flat, über dem Hoch Short und unter dem Tief halt Long zu gehen. Das Limit Scalping, das ist bei mir relativ neu. Das heißt, ich hab früher ins Orderbuch reingeguckt und habe halt festgestellt, dass habe das über ein paar Monate gemacht, dass halt dort größere Limits drinne lagen. Und dann habe ich halt festgestellt, dass diese Limits in einem gewissen Abstand manchmal drinnen liegen und ja, durch einen zufälligen Umstand war es dann so, dass ich dann ohne in dieses Buch reinzugucken, das errechnen konnte mit einer relativ einfachen Mittel. Und darüber hinaus hat sich dann so Limit Scalping ergeben und da gibt es immer mal richtig coole Treffer, wo ich vielleicht nur einen Punkt Stop-Loss habe, also wo der Trade vielleicht nur ein oder zwei Punkte, aber nicht mehr als 20 Punkte in den seltensten Fällen ins Minus läuft und dann direkt erstmal für mich, ja. Genau. Da ist es halt immer so, beim Limit Scalping oder beim Limit Trading als solches ist ja immer so, dass es ein antizyklisches Trading ist, denn wenn der Markt jetzt so steigt und ich will long reingehen, dann lege ich hier eine Limit Buy rein, Limit Buy Order. Ja, und dann muss ja der Markt erstmal da runterlaufen, um dann halt zu steigen. Also das heißt, ich brauche immer für einen Long Trade brauche ich fallende Kurse und halt um Short zu gehen mit einer Limit Sell, ja, brauche ich ja immer steigende Kurse und dann muss der Markt fallen. Ja, das ist halt die Idee dann dahinter, dass man das dann als Trade halt umsetzt, immer halt wartet, dass der Markt zu einem kommt und dann man sich dann positioniert. Genau. Dann ganz klassisch auch ein antizyklisches Setup, das Box-Setup. Das habe ich auch in einem der Webinare mal erklärt. Ist natürlich ein relativ einfaches Setup, kann ich auch nochmal schnell erklären. Wir haben es erst 15. Ja, das heißt, wir haben eine 5-Minuten-Kerze, sieht aus wie eine Box, am besten eine relativ Kerze mit einer kleinen Lunte, kleiner Docht. Wenn es jetzt eine blaue Kerze ist, sagen wir mal, das ist eine positive Kerze. Und wenn die erste Minute, hier schreibt man das hier rein, das ist eine M5-Kerze, M5. Und jetzt kommt die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, wenn die so ausschaut, dass sie das Hoch darüber rausgenommen hat und dann runterfällt, dann ist das hier ein klassischer Short Trade bis dahin. So. Am Ende kann man auch sagen, es ist nichts anderes als ein Bearish Engulfing Pattern. Wenn am Ende die 5-Minuten-Kerze wirklich so ausschaut, ja, so ausschaut, dann wäre das hier am Ende so ein bearish engulfing Pattern, machen wir das hier mal weg. Ja. Und das kommt ja im 5-Minuten-Chart auch oft genug halt vor. Genau, das wäre da das Trading von einem Box-Setup. Und dann
Orderflow Trading, das ist halt Trading, was dann, das, was wir jetzt links gemacht haben, das kann man alles auch im CFD umsetzen. Klar, Orderflow Trading, sei jetzt mal, kann man jetzt nicht so viel davon im Stereo Trader umsetzen, aber das Coole ist ja natürlich, wenn ihr bei FX Flat halt Future Daten abonniert habt, dann könnt ihr sogar ja gewisse, was ich euch jetzt gleich zeige, gewisse Sachen ja sogar umsetzen, obwohl ihr gar kein Future habt, könnt ihr das sogar im CFD umsetzen, nämlich ihr könnt ja das Mappen im Stereo Trader, dass ihr euch das Level 2 anzeigen lasst, ja, das Level 2 anzeigen lasst und daraus dann vielleicht den Trade halt ableitet. Ja, das könnt ihr ja machen. Ne? Der Dirk nutzt das ja auch regelmäßig in seinen Webinaren, wenn man da im DAO eine große Limit Level 2 Order sieht, ja, und macht da vielleicht auch manchmal einen Trade daran fest oder verschiebt seinen Stop-Loss dann an so eine große Order, wie auch immer. Ne? Und das geht mit einem ganz reinen klassischen CFD-Anbieter, könnt ihr auf dieses Konzept gar nicht zugreifen, ne, weil euch diese Information ja fehlt. Die habt ihr nicht. Die habt ihr nur bei FX Flat und wenn ihr die Future-Daten abonniert. Ja, das heißt, dann habt ihr hier das Level 2 Trading. Ich für mich kann noch ein bisschen tiefer gucken, weil ich halt auch alternative Plattformen noch nutze. Das heißt, ich kann eine Eisberg-Order sehen. Ihr könnt die auch so erkennen, wenn ihr zum Beispiel seht, dass der Markt halt, falls ihr euch einen Tick-Chart anmacht, ja, dann würdet ihr sehen, wenn der Markt halt einen gewissen Bereich runterläuft. Und oder hinläuft und hier wäre jetzt ein Eisberg-Order, dann würde der Tickchart so aussehen. So sieht dann der Tickchart aus. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit, bis dann diese Order abgearbeitet ist. Das heißt, auch ohne das Level 2 zu haben und auch ohne jetzt den Footprint-Chart zu haben oder den Dom zu haben, wo man die Eisberg-Order denn sieht, könnte man das auch aus dem Tickchart heraussehen, wenn das wie so eine Deadline gibt. Dann hättet ihr eine Eisberg-Order gesehen dann im Handel. Ich habe letztens auch mal so ein paar Eisberg-Orders, waren jetzt im Nasdaq einige, so in der Größenordnung von 2.500 Kontrakte. Das ist immer ein ganz schönes Brett. Sind immer so um die 500, 600 Millionen Orders. Ja, und das halt auf einem Level, was da gedreht wird, das ist schon ja, ziemlich groß. Ja. Beim Level 2 Trading geht es halt darum zu gucken, wenn große Orders sichtbar sind auf einmal im Level 2, ob dann der Markt darauf dann halt reagiert oder halt nicht. Ja, und oder vielleicht sich auch noch einmal eine große Level 2 Order dran zu setzen und dort halt relativ genau halt sich reinnehmen zu lassen im Markt. Ja, ja dann nutze ich durchaus auch noch, das gibt es jetzt auch nicht so wirklich, glaube ich, beim Stereo Trader, also den VWAP, den gibt es, den Volume Weighted Average Price, den gibt es, aber was es nicht gibt, glaube ich, sind diese VWAP-Bänder, die nutze ich halt auch ab und zu, zeige ich euch gleich mal ein Bild, denn heute ist der Markt halt an so einem VWAP-Band relativ gut hin und her. Aber es ist halt am Ende auch wie mit allem, alles funktioniert, wie es nicht funktioniert. Ja, wichtig ist halt einfach zu gucken, bei den ganzen Konzepten ist eigentlich eher das so, dass man jetzt sagen kann, okay, was habe ich alles in meinem, ich sehe es mal wie so ein Werkzeugkoffer, ja, und was kann ich davon umsetzen? Und wie gesagt, ich setze nicht alles zur gleichen Zeit um, ja, das kann ich natürlich auch nicht. Bevor wir auf den Werkzeugkoffer noch zu sprechen kommen, was habe ich dann noch drinne im Werkzeugkoffer? Das Event Trading, also ganz klassisch News Trading. Bedeutet, man handelt dann die News wie EZB-Zinsentscheid, FED-Zinsentscheide, neu geschaffene Stellen, ex-Agrar, die Non-Farm Payrolls oder dann halt auch jetzt neu, was ja auch extrem hohe Volatilität hat. Erinnert euch vor 2 Wochen am Donnerstag mit den Inflationsdaten, also CPI-Daten, Verbraucherpreise sind ja wirklich auch sehr, sehr volatil in den letzten Monaten schon immer wieder gewesen, sodass das auch dann ein Thema ist für News Trading, ja. Bei News Trading gibt es auch am Ende ein, zwei Setups, die habe ich auch schon oft genug erklärt. Also entweder erste Richtung ist die verkehrte oder die erste Richtung ist die richtige. Eins von beiden hört sich zwar bescheuert an, aber ist halt so. Ja, bedeutet, wir haben die News, die kommen hier raus an dem Startpunkt und dann genau an diesem Punkt ist es so, wenn jetzt die News rauskommt, der Markt fällt runter, kommt hier wieder vorbei, dann würde man hier in den Long Trade reingehen. Wenn jetzt der Markt, so wie jetzt bei den, also bei den vor 2 Wochen Donnerstag, hätte es jetzt kein Trade für mich gegeben. Ja, oder die erste Richtung geht voll Gas nach oben, dann möchte ich schon gerne erstmal eine Korrektur haben. Am besten eigentlich in dem Bereich so um 61%,
Manchmal kann es halt sein, wenn der Markt halt wirklich richtig Power hat, dann korrigiert er maximal mal 23%. Da kann man so das Fibo anlegen, ja, oder man wartet wirklich eine 5-Minuten-Kerze ab und dann guckt mal, ob man halt nochmal in den Trend halt reinkommt. Also dann ist es auch so, dann kommt der Markt erstmal nicht mehr an den Ausgangspunkt vorbei. Was halt passieren kann, mal als Beispiel, die News kommen um 14:30 Uhr, dass eventuell um 15:30 Uhr, wenn die Amis dann offen haben, dass dann der Markt halt hier runterfällt, ja. Und mit den Amis, mit den US, mit den, ja, mit den US-Boys sozusagen dann runterkommt. Ja. Also das wäre durchaus halt nochmal eine Möglichkeit, genau. Ja, das sind so eigentlich so ganz grob so ziemlich alle Konzepte, die ich im Nasdaq so anwende. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja ziemlich viel und deswegen läuft das. Es sind halt alles Sachen, die sich über die Jahre einfach ergeben haben, um halt einen Zugriff auf den Markt zu erhalten und zwar in unterschiedlichen Situationen. Im nächsten Schritt ist also prinzipiell meine Aufgabe zu sagen, wir haben gerade eine Struktur im Markt, die sieht aus wie XY. Also das heißt, das ist die Struktur, die ich gerade sehe, ja, also wo ich gerade drauf gucke. So gucke ich da drauf und dann muss ich halt überlegen, welche Konzepte könnten dafür passen? Also kann vielleicht dieses Vivo-Band dafür passen oder passt vielleicht das Level-2-Trading, wo ich immer wieder sehe, dass eine große Order ist. Ja, oder sehe ich vielleicht, dass ich hier mit dem Range-Trading da halt ganz gut hinkomme. Oder vielleicht sehe ich, okay, oh, der Markt, der prallt hier genau an den EMAs ab. Ja, also hier an dem EMA ab, da einmal, zweimal. Und ich komme hier vielleicht mit meinem wo ist es hier mit meinem EMA-Trading halt hin? So. Und da muss ich dann halt überlegen, klar ist, die Schwierigkeit da drin ist, dass der Zustand X gerade ist, aber was ich natürlich hier nicht weiß, ist, was passiert, nachdem ich, also wenn ich dann ein Konzept ausgebildet oder ausgewählt habe, kann es natürlich sein, dass plötzlich der Markt halt sich auf einmal ganz anders verhält. Also er fällt dann runter und geht halt ohne irgendwas einfach dann in eine Richtung und dann muss ich wieder ein neues Konzept halt finden. Und so switcht das halt immer hin und her. Und meine Aufgabe ist es halt zu versuchen, im besten Falle zur aktuellen Ist-Situation das richtige Setup zu finden. Ja, man kann natürlich auch anders dran gehen und sagen, ich handle zum Beispiel nur nach EMAs oder ich mache nur das eine. Dann muss man halt immer warten, bis der Markt halt für einen dann läuft. Also als Beispiel wäre das dann so, ich sehe einen Marktzustand, der so ausschaut. Ja, und ich möchte eigentlich Trend-Trading machen, so von mir aus EMA-Trading. Dann ist das nicht der passende Zustand. Das heißt, ich muss erstmal warten, bis der Markt halt fällt. Ja, oder ich sehe einen Trend und ich möchte aber jetzt gerne antizyklisch handeln. Ja, also aus dieser Konstellation was greifen. Dann kann es natürlich sein, ich gehe hier long und setze darauf, dass der Markt halt so steigen sollte, aber er fällt einfach nur durch, weil der Markt halt irgendwie im Crash-Mode ist. Dann bin ich mit meinem antizyklischen Konzept natürlich vollkommen verkehrt. Und das ist halt genau das, worauf ich dann halt aufpasse, dass ich dort entsprechend halt oder versuchen muss, am Ende nur das richtige Konzept zur richtigen Marktsituation zu finden. Wenn mir das gelingt, dann ist Trading immer relativ einfach. Eine Herausforderung ist dann halt immer noch zu überlegen, ob das halt wirklich eintreten kann oder ob sich jetzt vielleicht zum Beispiel mit einer neuen Stunde die Marktrichtung ändern kann, ja, weil mit einer neuen Stunde kommen vielleicht neue Akteure, werden wieder andere Orders aufgegeben als in der Stunde davor. Also das heißt, so der Rhythmus, die Struktur kann sich auch plötzlich dann zum Stundenwechsel auf einmal ändern. Ja. Oder ich habe halt News vergessen und sollte man natürlich nicht mit seiner Vorbereitung, aber dass man jetzt vergessen hat, oh, hier kommt Zinsentscheid und plötzlich macht der Markt hier irgendwas und man kriegt hier auf die Mütze. Ja. Gut, dann einfach eine Frage an euch. Habt ihr dazu Fragen? Zu den Konzepten irgendwas, dann. Ansonsten würde ich einfach nochmal kurz reingehen in die zwei Sachen, die ihr so nicht sehen könnt nochmal. Also, oder zeige ich euch mal heute hier das Thema hier, diese Weaver-Weaver-Bänder. Funktioniert so ungefähr wie so ein Bollinger-Band. Ja, an diesem Weaver halt gleitend gibt es dann so gewisse Standardabweichungen. Und es Wie gesagt, funktioniert alles wie Level 2 Trading, funktioniert genauso wenig, wie es halt auch mal funktioniert. Ja. So, und jetzt gehen wir mal in die Weaver Bänder hier hinein.
Muss jetzt nur den richtigen Chart finden. Ah ja, da ist er. Genau. So. Hier sind jetzt das sozusagen alles an Order Flow zusammen. Ich mache das Bild mal ein bisschen groß. Und es gibt, ja, wenn man das jetzt hier sieht, ich hoffe, ihr könnt das aufnehmen. Also wir haben hier mit Rot und ihr könnt ja mal, oder ich stelle das mal kurz ein. Zack. Eigenschaften. Oder vielleicht lasse ich es mal so, so sieht man es vielleicht ein bisschen besser noch. Ich lasse es mal so markiert, dann seht ihr diese Reverb-Bänder. Also das, was hier, ich überzeichne das jetzt mal gelb und dick, so richtig dick. Also das, was hier jetzt so halt, den hier, was hier rot und grün ist, das sind so, ist sozusagen der Rewop. Rewop. Abkürzung für Volume Weighted Average Preis. Da werden halt einfach alle Orders, der Durchschnittspreis aller Orders halt genommen. Und es gibt halt Tage, wo der Markt halt sehr, sehr genau auch an dem Rewop immer wieder abprallt. Ja. Die gibt es immer wieder, aber ihr seht auch heute zum Beispiel, wer jetzt immer auf den Abpraller vom Rewop gesetzt hätte, ja, jetzt haben wir jetzt noch auch keinen börslichen Handel, aber am Ende ist hier der Markt durchgerutscht und hier ist er auch nicht wirklich abgeprallt. Also das funktioniert auch nicht jeden Tag. Ja. Der Orkan Kuya zum Beispiel, da gibt es ja das Repoc-Tool, der nutzt das ja auch sehr intensiv und erklärt das auch gut. Ja, und das funktioniert halt immer entsprechend, wie es halt auch mal nicht funktioniert. Ja. So, und mit den Vivo-Bändern ist es genauso. Und heute zum Beispiel sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier unten relativ genau einmal das Band getroffen. Dann sind wir hier nach oben gelaufen, haben hier oben an dem Band einen Abpraller gesehen, haben hier jetzt nochmal einen Abpraller auch gesehen. Ja, also das waren jetzt mal zwei gute. Hier war es halt nur ganz kurz und dann ging es halt weiter. Ne? Das ist dann auch so ein Fehltrade. Und jetzt auch gerade in der Erholung hier nach oben haben wir auch zweimal dieses Band relativ gut getestet. Also, und bei den Bändern gibt es halt Standardabweichung, das ist die Abweichung 1, die Nummer 2 und das ist die 3. Und das ist hier dieses rote. Und die Abweichung 3 bedeutet, dort ist der Markt immer nur von der gesamten Handelszeit statistisch gesehen in 1% der Fälle. Also man kann natürlich hier auch warten, bis der Markt halt Extreme anrennt. Und so ein Extrem haben wir heute früh 9:30 Uhr hier gesehen, da relativ. Also man kann da, also der Markt trifft das halt selten so ganz genau, weil dieses Band, das untere, dann immer eine sehr hohe Dynamik hat. Also da kann es einfach sein, dass der da das nicht genau treffen kann, weil das Band einfach viel zu steil geht, ja. Ja, wenn der da drauf will. Genau. Was aber hier das Problem ist, wenn wir einen Crash haben, dann läuft der halt konstant auch in so einem Band halt runter. Also das kann halt auch passieren, ja. Klar ist, in der Nachbetrachtung war es halt das Tief gewesen und wer halt sowas da antizyklisch handelt, der kann das natürlich nutzen für sich, ja. Genau. Aber wie halt mit allem. So, dann haben wir noch, wenn wir hier dabei sind, jetzt so das EMA-Trading. Wenn man das hier nochmal nimmt, gelb ist der EMA 100. Ja, und blau ist, sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, blau auf blau ist immer ein bisschen doof. Aber auch hier hat der Markt so relativ gut jetzt in dem Trend sich an diesen EMAs gehalten. Und das kann ja schon ein guter Trade sein, wenn man hier mal einen so einen Move dann erwischt. Ja. So, hier ist jetzt wieder die Frage, jetzt ist der EMA gerade, der ist schon wieder erfallen. Ja, das könnte jetzt ganz knapp mit Eröffnung jetzt gleich, just in der Sekunde, könnte jetzt sein, der geht halt da durch und im Sinne des EMAs passt es oder der Markt fällt und testet halt den VWAP. Und dann sagt der eine, okay, ich habe jetzt den Short zum VWAP getradet oder Short, hier ist der VPOC, ja, also der Point of Control. Oder ich handle hier zum VWAP oder ich handle dahin. Ja, also das heißt, wer hier oben halt antizyklisch handelt, von oben weg, der hat dann da seinen Treffer halt für sich, ja. Genau. Wir gucken mal an, was der Markt hier macht und halt so und gehen da gleich rein. Also das mal so die Konzepte, ja. Genau, das sind die beiden, also das sind die einzigen Sachen, die ihr nicht habt, diese Bänder halt. Aber vielleicht kann man das auch irgendwann mal nachprogrammieren. Ich glaube, das ist auch relativ einfach, diese Standardabweichung zu programmieren, weil ich sage jetzt mal, ein Bollinger Band ist ja, ist ungefähr nach dem gleichen Prinzip programmiert. Deswegen habe ich auch gesagt, genau diese beiden Sachen, also der VWAP ist drinne, ja, den habt ihr, und aber die Bänder sind noch nicht drin, also am Ende eigentlich nur eine Sache. Ne? Und das Schöne ist ja, wenn ihr hier bei FX Flat seid, dann könnt ihr ja sogar hier diese Volumen und ihr habt die Futures abonniert, ja, dann könnt ihr auch diese Volumenquelle hier nutzen. Ja, also das Level 2, was ihr hier dahinter seht. Ja. Ich habe hier auch als Quelle nicht den Mini, also den Mikro Nasdaq Future genommen, sondern den Mini.
Und den könnt ihr einstellen. Machen wir vielleicht mal ganz kurz, gehe ich kurz mit euch rein. Da geht ihr auf Stair-Trader-Einstellung. Dann geht ihr auf Instrument. Und hier seht ihr, könnt ihr euch die Volumenquelle auswählen. Und in dem Falle habe ich jetzt nicht die Volumenquelle vom Mikro-Future, den MNQ, sondern hier vom normalen Nasdaq-Future, den NQ, dort reingewählt. Ja, und damit sehe ich dann das Volumen für mich eigentlich nochmal ganz gut, weil im Mikro-Future ist, wie gesagt, ist das Level 2 null aussagekräftig. Ja. Genau. So, jetzt warten wir mal hier ab, wie der Markt jetzt hier reinkommt oder hier rumhandelt. Und genau. So, dann nutze ich rechts noch. Das ist auch ein Tool. Das habt ihr auch nicht. Das ist aber gekoppelt. Also die Datenquelle, die hier hinterlegt ist, ja, bei FX Flat, die ist mit dem Tool sozusagen hier rechts gekoppelt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt direkt gekoppelt habe mit FX Flat oder mit einer anderen Datenquelle, aber im Normalfall ist es eigentlich auch damit gekoppelt. Ja, und hier geht es mir eigentlich nur darum, im Dom zu schauen, ob ich größere Limit Orders auf irgendeiner Stelle halt sehe. Ja. Gut. Alright. So, dann gucken wir mal, was hier am Markt halt geht. Oder auch nicht. Wie gesagt, aktuell newsseitig, glaube ich, haben wir heute nichts mehr gehabt, wenn mich nichts täuscht. Und ja, wichtig jetzt für mich ist es hier einfach, sich jetzt da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sich nicht von der Volatilität anstecken zu lassen, ruhig zu bleiben. Wie gesagt, wenn der Markt keine schöne Struktur hat, dann ist weniger auch oftmals mehr. Vielleicht zum Überblick nochmal meiner Bildschirme, mache ich auch immer ganz gerne. Also auf der linken Seite die drei Charts, das sind Einzelaktien, die Schwergewichte hier im Nasdaq. Ihr seht die jetzt nicht ganz so gut, das ist aber am Ende Apple, also das hier oben ist die 1 hier, das ist Apple, AAPL. Könnt ihr euch ja bei FXWelt holen. Das hier ist Microsoft, MSFT. Und das hier unten ist AMZN, kann man sich denken, Amazon. Genau. Daneben ist noch ein Wert, den seht ihr nicht, der ist außerhalb eures Bildschirms, den ihr seht. Das ist Google-Aktie. Google ist eigentlich Platz 3, also Google ist eigentlich hier. Bei Google gibt es ja einmal zwei Werte, glaube ich, A und B oder A und C. Und in Summe haben die irgendwie 6%. Amazon hat 5, irgendwas Prozent. Apple, glaube ich, zurzeit 13, irgendwas Prozent. Microsoft, glaube ich, 8 oder so. Ich weiß es nicht genau, könnt ihr aber auch nachschauen. Genau, und damit habe ich dann schon einen ziemlich großen, ja, paar große Player am Markt. Und wenn jetzt da bei den Einzelaktien irgendwas los ist, dann bei den großen vor allem, dann kann ich das ja hier dann sehen und kann halt gucken. Ne? Oder wenn ich dann sehe, dass bei keinen, so wie gestern, ich gebe das mal rüber hier, wenn bei keinen dieser Werte irgendwie was geht, die Gaps hier nicht geschlossen werden, ja, dann kann man sich da vielleicht dann schon auf einen ziemlichen Grottentag hier einstellen, wenn das so ausschaut, dass halt bei den Einzelaktien hier keinerlei Bewegung drin ist, ja, dann wird halt auch im Index nichts gehen, wenn da jetzt kein Future Trader herkommt und irgendwie Attacke macht, ja. Genau. So, ja. Okay. Dann schauen wir mal oben rechts, also in der Mitte seht ihr zwei Charts, einmal blau und braun den 5-Minuten-Chart und dahinter mit schwarz und weiß oder davor mit schwarz und weiß den 1-Minuten-Chart. Damit kann ich mein Box-Setup relativ einfach sehen und ich habe halt zwei Zeiteinheiten in einer. Im Webinar schalte ich das immer auch mal aus, falls man den Fokus da verliert. Dann oben rechts ist der Stundenchart, der gibt halt einfach einen groben Überblick, wo stehen wir. Und hier sieht man jetzt eigentlich schon das Grauen, was der Markt hier hat, dass wir hier jetzt im Overnight handeln. Ja, genau, im Overnight handeln, ach nicht im Overnight handeln, also wie drücke ich es am besten aus? Also im vorbörslichen Handel bei uns heute früh hat der Nasdaq hier genau mit diesem Peak.
am Ende das Tief hier getestet. Ja, wir haben es geschafft, halt so das Tief getestet vom 17., glaube ich, ist es ja, ist der 17. oder der 16. müssen wir jetzt nochmal gucken. Das sieht man jetzt hier, ja, 17. vom 17. November. Und sind auch über das Tief von gestern wieder zurück. Und die Frage, die sich ja natürlich jetzt hier stellt für mich ist, will der Markt eher in diesem Short-Modus bleiben? Ne? So, komm her. In dem Short-Modus bleiben, ja, und geht jetzt eher von hier oben aus wieder runter. Oder finden wir halt hier irgendwo Unterstützung in diesem Bereich, so dass der Markt dann versucht, nach einem Dip nach unten dann weiter nach oben zu gehen, im Sinne dieses Turnaround Tuesday. Ja. Und das ist halt so ein bisschen so die Idee. Und da ist für mich jetzt wichtig, hier im Stundenchart halt zu gucken, halt im Stundenchart hier zu schauen, dass wir dann per Stunde auch, wenn es geht, halt höher schließen. Ja. Also ich möchte hier schon gerne sehen, dass der Markt ja per Stunde dann irgendwo, gelb ist jetzt nicht so. Ich hatte ja letztens mal einen schwarzen Chart an, war ein bisschen doof, weil jetzt ich alles hier wieder umstellen muss. So, weil man jetzt hier, also da sieht, man sieht jetzt hier schon relativ deutlich Druck reinkommen im Markt. Die, also das Hoch wird jetzt hier relativ gut verkauft. Wir können ja das mal zusammen machen. Das sehen wir hier in der Früh, diesen Dip hier runter, das V-Reversal, und jetzt geht der Markt hier schon relativ deutlich runter. Wir gucken mal hier, hier hätte ich jetzt einen Limit drin. Also hier können wir nochmal gucken, ob wir hier so einen Limit Skype kriegen. Limit Pullback Order mit 2,5 Punkten an. Mal sehen, ob wir hier so ein bisschen runterkommen. So, jetzt sind wir hier unten drin. Mal gucken, ob der Markt hier hochkommt ein Stück. So. Trail an. Relativ gute Dynamik. Da ist bei der 70 die Limit Order. Mal gucken. So, jetzt haben wir zwei Kontrakte long. Also wenn wir es hier nicht schaffen, über das Hoch so eine 1-Minuten-Kerze drüber zu gehen, dann wird es dann schon ein bisschen schwierig wieder. Also bräuchte man jetzt, also man merkt hier schon, ist schon eigentlich gut was an Druck drin. Jo, da sind wir raus. Gut, also da geht es ziemlich ordentlich zur Sache. Also, ja, aber gut, dass wir jetzt hier raus sind. Also hier das Tief direkt hier rausgenommen. Wir waren zwar leicht im Plus gewesen, aber es war mir eigentlich auch zu wenig, um da direkt den Trail halt anzuschmeißen. Ja. Aber gut, dass wir hier raus sind. Ist jetzt okay. Gut, jetzt haben wir hier ziemlich einen Drive auf der Unterseite. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit der Markt jetzt hier nach oben kommt mit der neuen beginnenden 5-Minuten-Kerze. Schön wäre es natürlich, wenn er jetzt erstes mal runtergeht, weil dann hätte ich ein Box-Setup, weil das kann ich auch als Box-Setup durchaus hernehmen. Also jetzt hier, ihr seht hier ganz oben links, die Apple-Aktie hat jetzt schon das Tagestief von gestern gebrochen. Microsoft ist noch da drüber und auch die Amazon ist da drüber und die Google ist auch schon drunter. Also da ist schon eher Schwäche im Markt, mal sehen. Ja. Also ich will mich da jetzt auch nicht knall auf Falter reinstellen. Mal sehen, falls da jetzt wirklich noch eine, jetzt ist es halt so, jetzt läuft der Markt halt sehr, sehr steil hier runter in Richtung, ja, wollte ich gerade sagen,
Könnten wir jetzt mal gucken, ob wir sogar in Richtung Tagestief kommen. Na ja, gut. Da war ich jetzt zu langsam. So, ich habe jetzt einen kleinen Long drinne. Warum? Wie gesagt, habe da wieder so ein Level drinne. Und wir sind jetzt relativ nah am Tagestief. Und die Kerze hier ging extrem schnell. Also wenn ihr es gesehen habt, wie schnell die Kerze ging und so eine Schnelligkeit in der Kerze kann durchaus das Ende sein, muss jetzt nicht zwingend das Ende sein. Ja. Jetzt habe ich hier aber nur eine Position drin. Ja, mal gucken. Wir holen mal hier den Stop hier hoch. Mal sehen, wenn wir Glück haben, werden wir jetzt nicht gleich geholt. Will das jetzt nur eng absichern. Wenn es gut läuft und wir schaffen wirklich das Hoch der Minute, also Minimum wäre bis zur 50 zu kommen. Ja, und wenn es halt doch nochmal tiefer geht, dann würde ich eher nochmal am Tagestief vielleicht von gestern dann neu ansetzen. Ja, und dann lieber jetzt hier erstmal nur so einen kleinen Mini-Gewinn mitnehmen. Ja, normalerweise sollte die Kerze eigentlich richtig schnell laufen, also schön nach oben spiken. Das wäre ein bisschen besser. Man könnte hier überlegen, auch an diesem Tief da nochmal per Buy-Stop reinzugehen, aber da müsste halt, wie gesagt, jetzt die Verkaufsorder erstmal durch sein. Und es kann ja sein, dass die jetzt doch noch ein bisschen geht. Ich mache mal hier diese Trades mal hier aus. Ist mir sonst zu viel. So, und jetzt mal gucken, jetzt, ob der Push hier durchgeht. Da kommt ein etwas größerer Limit-Order wieder rein. So, jetzt mal gucken, was am Tagestief von gestern passiert. Also wie gesagt, ziemlicher Verkaufsdruck drin. Jetzt sogar eine große Verkaufsorder drin. Die wurde weggekauft. Das ist schon mal ganz gut. An gleicher Stelle jetzt nochmal den Trade nochmal rein oder an ähnlicher Stelle mal gucken. Also, was wir jetzt immer noch nicht gesehen haben, ist, dass wir hier das Hoch der letzten 1-Minuten-Kerze gebrochen haben. Wenn es da mal drüber geht, dann könnte man durchaus unterstellen, dass die Order dann durch ist. Jetzt habe ich hier genau an dieser großen Limit-Order wieder einen Trade nochmal reingemacht. So, das ist immer gefüllt. Jetzt guckt man wieder an das Hoch. Also wir brauchen auf alle Fälle den Breakout durch das Hoch dieser letzten 1-Minuten-Kerze, weil dann kommt der Push. So, da sind wir eigentlich schon wieder raus. Und holen uns den Stop direkt hierher. Wollen ja jetzt gucken, dass wir jetzt hier an die 50 ranlaufen. Und im allerbesten Falle schaffen wir es halt hier drüber. Ja, und wir brauchen halt im Minuten-Chart, müssen wir da drüber kommen. Wenn nicht, wie gesagt, nicht geschafft wieder. Ja, 10 Sekunden können hier relativ lange sein. Es kann sein, also was ich gerne sehen möchte, ist, dass der Markt halt so eine Kerze rausnimmt im 1-Minuten-Chart oder hier in die Minute und dann wirklich eine lange Kerze halt hinlegt und das zum Ende der 5-Minuten-Kerze, sodass wir eine lange Lunte haben und dann hätten wir die Gegenbewegung. Und da, jetzt seht ihr hier mit der ersten Minute der Impuls auf der Unterseite nochmal. Also da scheint der Verkaufsdruck hier noch nicht durch zu sein. Es geht hier relativ rapide hier auf beiden Seiten ab. Aber ihr seht auch trotz alledem am Tief kommt zumindest jetzt sind die ersten, die hier unten auch eindecken. Ja, also die Leute, die sozusagen hier ihre Shorts drin haben und die jetzt hier eindecken. Ja, wenn es halt gut läuft, dann kriegen wir hier auch ein bisschen mehr Erholung, ja, wenn dann noch mehr da kaufen. Aber man muss sich halt auch schützen vor dem Durchbruch auf der Unterseite, ganz klar. Ja. Alright. So, jetzt wieder hier eine Limit Order drin. Also man sieht, dass da auf alle Fälle welche rausgehen. Wir gehen da mal mit. Also auf der anderen Seite. So, okay. Ich habe die nochmal rausgenommen. Ja, hätte ich es doch nicht rausnehmen sollen. Was haben wir denn hier an Stop? Stopp. 13 Punkte ist alles okay.
Also wie gesagt, hier unten die Einstiege waren ja schon durchaus ganz gut gewesen. Wie gesagt, was einmal, zweimal gut ist, was halt ein bisschen doof ist, dass jetzt gerade so hin und her hippelt. So, jetzt muss ich hier. Okay, jetzt habe ich hier eine Buy-Stop. Mal gucken, ob jetzt ein bisschen Eindeckung hier kommt. In dem Bereich hier. So, jetzt brauchen wir an der 50, möchte ich hier gerne einen Exit haben. Und vielleicht kommt ja der Markt hier hoch. Und wir sehen jetzt die Eindeckung. So, an der 50 will ich genau raus. Das heißt, ich habe jetzt hier die Limit Pullback ausgeschaltet bei dem letzten Trade. Also hier unten der erneute Einstieg wäre dann doch wieder bis jetzt der beste hier gewesen. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Außenkerze im 1-Minuten-Chart. Da habe ich jetzt noch ein Kontrakt hier noch mit drinne. Also was wir immer noch nicht haben, ist halt wirklich die Eindeckung oder die Erholung, die ich da gerne sehen wollte. Ich denke mal, als Short ist es trotzdem auch schwierig, jetzt hier unten den Short zu suchen. Ja. Ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so einfach. Wenn der Markt hat, also wenn man oben den Short hat, sicherlich easy. Ja. Quatsch. So, den dritten will ich jetzt hier nicht nochmal verlieren. Also Risikomanagement. Das ist der Push. So an die 50, den einen genau geäxt, den zweiten auch. Jetzt haben wir hier noch den einen. Also der war ganz genau an der 50. Und wie gesagt, wenn es jetzt hochläuft, dann kommen wir da noch ein bisschen höher. Und ansonsten sind wir schon wieder raus. So, jetzt gucken wir mal, wie die nächste Attacke auf der Unterseite kommt. Vielleicht kriegen wir uns ja noch hochgearbeitet. So, hier unten seht ihr es, kommen immer wieder Limits rein. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die Limits reinstellen. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass hier das Ende ist, aber es zeigt zumindest vom Verhalten, vom Flow her, hier wollen immer wieder Leute long gehen oder, also long kann sein, entweder sie schließen eine Position, ja, also eine Short-Position oder sie öffnen eine Long-Position. Ich gehe davon aus, dass diese Limit-Käufer in erster Linie erstmal schließen von Short-Positionen sind und dass hier wenig aufgebaut wird. Ja, weil ich, sag mal, als kleiner Puppel-Trader hier im Mikro, ich kann natürlich hier einen Long-Trade aufbauen, aber ein großer Insti, weiß nicht, ob der jetzt hier unten schon derjenige ist, der halt aufbaut. So, jetzt haben wir hier nochmal, das wäre natürlich nochmal eine Idee gewesen, hier unten vielleicht das Ganze zu nehmen. Jetzt wird es hier vielleicht noch ein bisschen wild. Wir können jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart only schauen. Das sehen wir jetzt hier. Ja, also was wir jetzt hier versucht hatten oder was ich jetzt versucht hatte, war hier das letzte Tief zu kaufen. Also das hier, der Markt ist sehr schnell dahin gelaufen und das ist oftmals schon auch so, dass wenn der Markt mit sehr hoher Dynamik zu sowas hinläuft, dann auch relativ schnell wieder drehen kann. Deswegen habe ich das hier genommen. Es war gut, den Stop-Loss direkt hier zu ziehen, also den kleinen Verlust zu nehmen. Und hier unten haben wir es bis jetzt eigentlich, sei jetzt mal, halbwegs gut hinbekommen, sodass wir hier jetzt das Tief erstmal ganz gut getroffen haben. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob der Markt jetzt sich hier einfach weiter aufbauen kann und sozusagen das Tief halt kauft. Ja. Es gibt bei den Amis durchaus auch die Möglichkeit, dass das jetzt ein Doppeltief wird und dann am Ende sehen wir die Erholung auf der Oberseite und da würde ich dann halt immer gucken, dass ich da halt mitkomme. Ja. Genau. Frage war gerade, wie ich jetzt die roten und blauen oder die blauen Bereiche hier das einstelle. Das macht man über, hier unten ist dieser Indikator, X-Frame-Indikator. Den könnt ihr euch über die Einstellung holen, über den Installationsmanager. Ich mache das mal kurz hier an. Und dann geht er auf Weiter, akzeptieren und dann installiert ihr euch diesen X-Frame-Indikator. Den hat der Dirk mal für mich programmiert. Und dann seht ihr zwei Zeiteinheiten so. Also man sieht jetzt hier nach der ersten Attacke, geht die Vola A zurück, B. Wir bleiben immer noch innerhalb dieser Außenkerze jetzt hier, also dieser 5-Minuten-Kerze aktuell. Ja, kann auch sein, dass wir hier dann nochmal jetzt aufpassen müssen, dass wenn der Markt da zu lange drinne bleibt, dass hier nicht nochmal jetzt Richtung Ende der Stunde oder mit neuer Stunde wir dann das Tief hier brechen.
Dann seht ihr auch hier rechts, ja, wenn wir das Tief jetzt wirklich brechen sollten, dann wäre da noch weiteres Potenzial auf der Unterseite. Ansonsten darf der Markt halt so wie auch hier schon mal einmal auch wieder nach oben gehen oder auch heute früh ist er mir auch von dem Level nach oben gegangen und vielleicht auch jetzt nochmal wieder nach oben gehen. Ja, das ist so ein bisschen gerade so das so ein bisschen tricky hier. Genau. So. Na gut. So, 16 Uhr. Also ich habe gerade mal geguckt, was wir verloren haben. Also aktuell verloren haben wir 5,34 $. Wow. So. Sehen wir hier irgendwas? Bis jetzt halt nur. Also ich denke schon, dass wenn wir das Tief hier halten können wir auch mal das ein bisschen weiterziehen, dass man das letzte Tief hier. Ah, Mensch, komm her. Einfach noch auf der Uhr hier haben, dass man hier auch immer guckt, dass man vielleicht diesen Long dann nochmal durchkriegen. Ja, Short, was wäre Short? Also für Short möchte ich schon ein bisschen, also es gibt natürlich bei den Amis eher, wenn wir nochmal ganz kurz hier auf das Konzept gehen oder auf die Konzepte, will ich nochmal erwähnen, weil das kann natürlich jetzt für jemanden auch interessant sein, aber da bin ich halt nicht so ganz der Freund davon. Und zwar, zack, wäre das hier außen Candle Trading in Bewegungsrichtung. Das ist das, was hier gerade läuft über den 5-Minuten-Chart, das hier. Da muss man jetzt ein Freund halt sein, dass man an diesen tiefen Niveaus dann halt in die Bewegungsrichtung reinkommt. Also wenn es richtig dynamisch läuft, dann ist es genau das, was wir hier gerade sehen. Und das zeige ich euch jetzt nochmal. Und zwar, ich habe den jetzt hier nicht drin, aber noch viel besser wäre, vielleicht kann man den hier schnell reinziehen, oder? In Sicht. Den Price-Indikator. Habe ich den jetzt hier schon drin? Müssen, oder? Kurz hier. 3x. Müssen, ja, meine. Das sind zumindest der Trader-Indikatoren. MIPOC. Ah, ne, beim Traders Club. Ah, ich habe es irgendwie noch nicht drin. Warum habe ich es hier nicht drin? Wahrscheinlich müsste ich es erst noch installieren, denn ich handle eigentlich aktuell auch immer eher auf dem anderen Konto, wo nicht direkt der Steuerabzug drauf ist. Aber da ist halt noch kein Future Trading möglich. So, na, dann erkläre ich es euch so. Also, ich mache mir kurz das aus, damit wir das hier nicht so überblenden. Also, was wir jetzt sehen ist, wir haben. Ich mache es hier ein bisschen breiter, damit das Bild schöner ist für euch. So. Also wir haben hier eine Außenkerze im Chart, im 5-Minuten-Chart Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und was wir jetzt hier aktuell sehen, ist, dass der Markt es bis jetzt nicht geschafft hat, diese Außenkerze hier rauszunehmen. Heißt, wenn die Konsolidierung in Trendrichtung läuft, dann haben wir also die Abwärtsbewegung, Konsolidierung innerhalb der Außenkerze, Mitbruch, Tagestief von gestern. Ja, und auch intraday-tief, Short-Richtung weiter runter. Ja, also das heißt, wenn man hier oben die Shorts sucht, also ich habe jetzt da oben keine Shorts gesucht, sondern ich habe da oben meine Exits gesucht. Ja, also ich habe es halt anders gemacht. Wichtig ist halt, dass der rote Pfeil aktuell oben ist. Ja, das ist halt das Wesentliche, gerade wenn der oben ist, ob ich das jetzt ein Entry oder ein Exit ist, es spielt jetzt halt keine Rolle. Ja, wichtig ist nur, dass der oben ist und dass die blauen Pfeile gerade unten sind. Ne? So, und jetzt kann man überlegen, ob man sagt, okay, in diesem oberen Bereich suche ich jetzt lieber eher die Short-Seite, weil ich davon ausgehe, dass das oder das passiert, ja, dass der Markt halt logischerweise dann weiter runterfällt. Und selbst wenn er kein neues Tief macht, habe ich die Chance, hier ein paar Punkte rauszuscalpen, um dann dabei zu sein. Ja? Ich bin halt eher der Typ, der dann immer noch sagt, okay, auf der größeren Ebene haben wir das Tief noch nicht gebrochen. Und wenn ich. Da kommt jetzt wieder dieses Order-Flow-Gedanken, wenn ihr das seht, wie hier diese blauen Balken da drinnen immer wieder da unten auch mal gefüllt worden sind oder da waren gefüllt worden, aber es gibt kein neues Tief, dann ist das für mich schon ein Indiz dafür, dass hier die Leute raus wollen und das kann sich jetzt auf der Oberseite beschleunigen. Also das heißt, ich würde hier vom Trading-Konzept den antizyklischen Ansatz jetzt wählen. Ja. Genau. So.
Habt ihr eine Idee? Nichts machen, viel machen, gar nichts machen, gucken. So, wir haben gleich 16 Uhr, 4 Minuten noch bis dahin. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier auch nicht so weltbewegendes, ne, relativ normales Handeln, aber bis jetzt immer noch die Konsolidierung. Also worauf ich auch definitiv schaue, ist ja aktuell genau dieses Hoch. Ja, das ist für mich die entscheidende Marke. Solange das Hoch nicht gebrochen ist, kann der jederzeit auch nach unten durchrauchen. Ja. So schaut man sich in die Einzelaktien rein, dann sieht man da auch eine Stabilisierung, aber jetzt auch noch nicht wirklich was. Ganz oben bei der Apple-Aktie, da ist so ein bisschen, die ist schon ein bisschen näher dran, aber die Apple-Aktie alleine, wenn die nur alleine steigt, dann geht der Markt halt auch noch ein bisschen nach oben. Ja. Wir bräuchten jetzt von unten aus kommend, dass wirklich jetzt das Tief gekauft wird, das Tagestief. Also das heißt, die Apple müsste über das Tagestief von gestern laufen und dann so eine V-Reversal machen, dann wird es sicherlich nach oben gehen. Aber ansonsten nicht. So, jetzt kommt hier wieder die große Order hier, die 75 Kontrakte. Mal gucken, ob die, ja, wie die sich hier verhalten. Und jetzt sind sie zwar wieder gelöscht worden. Ich glaube, die wurde jetzt nicht gehandelt, oder? Löschen wir das hier mal so. Jetzt gucken wir mal, also wir waren jetzt über dem Hoch der letzten 5 Minuten Kerze. Mal gucken, wie wir jetzt runterfallen. Also ich warte jetzt mal die volle Stunde ab. Auf der rechten Seite die volle Stunde ist definitiv Trend abwärts oder erstmal Bewegungsdynamik abwärts. Mal gucken, ob wir jetzt das Tief hier holen. Also wie gesagt, ich bin eher der Typ, der jetzt guckt, dass er, also ich möchte hier oben nicht long gehen. Ich möchte, wenn long, da unten irgendwo gehen. Ja, und natürlich, je länger der Markt das macht, desto eher muss er halt immer überlegen, ob er halt auch vielleicht nicht zum Ende oder mit der neuen Stunde jetzt gleich komplett unten, nach unten fällt. Ja. So, wer jetzt genau dieses Konzept genommen hat, über dem Hoch Short zu gehen, der wäre natürlich jetzt hier gerade perfekt drin. Bei der 55 sind jetzt so 15 Punkte runter. Und wenn man Glück hat, vielleicht bis zum Ende der 5 Minuten Kerze, dass man hier vielleicht sogar einen 30-Punkte-Trade halt erwischt. Ne? Long skalieren. Ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt mal die Stundenkerze abwarten und da können wir jetzt auch mal gucken, Thema Impulskerze. Ihr seht jetzt, dass die neue Stunde oder dass die aktuelle Stunde eine relativ kleine Lunte hat und in einem Trend wird diese Lunte auch weggehandelt und dann geht es weiter nach unten oder das werde ich jetzt mal schauen, vielleicht sehen wir hier unten auch was, wo ich sage, dann würde ich nochmal die Long-Seite traden. Also es sind jetzt zwei Konzepte, die sich hier überlagern. Ja, also einmal antizyklisch das Long Trading. Das kann unter Umständen, kann man sagen, ja toll, wenn der Markt runterfällt, jetzt trade ich mir dort hier einen ab. Aber stellt euch vor, ihr habt das so wie heute früh. Der Markt geht runter und dann so nach oben. Das sehen wir jetzt aktuell nicht. Aber wenn das passiert wäre, dann wäre es ganz gut. Dann hätte ich hier unten nämlich nur eine einzige Chance gehabt, den Long zu treffen und danach gucke ich halt den Markt zu und sehe, wie der Markt halt 100 Punkte am Stück fast nach oben läuft. Das sehen wir natürlich jetzt hier nicht, aber es kann trotzdem aufgehen. Und genauso aufgehen kann auch Trendbewegung seitwärts und von mir aus weiter runter. Und ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier meine Risiken manage, indem ich hier unten die Longs suche oder hier oben die Longs erstmal raushaue oder da oben short gehe. Eins von beiden. So, jetzt kommt die neue Stunde. Neue Stunde, neue Akteure. Mal gucken, was die hier so treiben. Und was jetzt passiert, vor allem, wenn wir das Tief rausnehmen. Ihr seht auch, seit dem Tief haben wir immer steigende 5-Minuten-Tiefs. Das ist auch ein Hinweis, dass da aktuell nicht wirklich Verkaufsdruck drin ist. So, hier ist sogar ein kleines Gap hier im Trade drin. Große Limit-Sell-Orders, die hier direkt gefüllt werden. Also auch die sich dagegen stellen, bekommen. Short reinstellen, werden sofort gefüllt. Also das könnte, ich habe jetzt hier nicht geklickt. Hätte schon klicken müssen wahrscheinlich. So, jetzt erreichen wir die Außenkerze. Jetzt mal gucken, ob es da eine Reaktion gibt, ja oder nein. So, wir gucken mal dann auf die, hier noch eine Linie einzeichnen. Dann kommen wir auf die, mal hier kurz auch reingucken. Das wird nochmal eine Marke für mich werden, weil da habe ich vorher meinen Long Trade gemacht. Q1
Cool wäre natürlich, das wäre ist immer genial, wenn man als Beispiel von weiter unten long kommt und genau den Verlusttrade dann rausholen würde. Also, was meine ich damit? Wie gesagt, auch wenn ich jetzt den Trade jetzt hier gerade nicht erwische, aber das ist ja ein Verlusttrade. Ups. Das ist ja ein Verlusttrade für mich. Und dieser Verlusttrade, wenn man es schaffen würde, hier long zu gehen und den Long dort zu beenden, wo ich vorher drin war, dann ist das, wäre das mein Gewinntrade und dann hätte ich diesen Verlusttrade rein statistisch halt rausgeholt. Ja, und das wäre natürlich dann schon recht nice. So, erste 5 Minuten, Kerze läuft hier, der neuen Stunde. Ah, schade. Ja, also hier unten der Long war schon ganz gut gewesen oder wäre ganz gut gekommen. Jetzt sind wir schon dort. So schnell geht's. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, aber ich kann jetzt nicht hinterher hüpfen. Am Ende gut gesehen, nicht ganz so gut gehandelt. Wie gesagt, hier unten wäre es halt einfach gut gewesen, weiterhin an der am Longstiefel noch ein bisschen besser dran zu halten. Ja, hier ist die Außenkerze hat gehalten. Ja, das wäre jetzt. Ja, so, jetzt können wir mal gucken. Jetzt ist die Frage, V-Reversal oder halt doch nochmal Trend, dass jetzt hier die Eindeckungen durch sind und nochmal von weiter oben, denn die Shorts nochmal Attacke machen. Das ist jetzt die Frage. Also, dass am Ende, ich habe leider heute nicht so lange, ich muss, weil unser Töchterchen ist krank. Da muss ich heute ein bisschen früher nach Hause. Also, ich habe ja, bis 16:15 Uhr nur noch Zeit. Da muss ich das Büro hier verlassen. Also am Ende als Ausblick wird die Frage sein, ob die Stundenkerze, die ihr oben rechts seht, am Ende der Stunde halt so ausschaut. Das wird dann die Frage werden oder vielmehr, wenn man es richtig zeichnet, halt so, ne, dass die Erholung, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, schlussendlich am Ende der aktuellen Stunde bis 17 Uhr abverkauft wird, sodass wir eine weitere Stunde runter haben. Oder wir bekommen halt das V-Reversal und wir bekommen eine ähnliche Stunde, wie wir das auch heute früh hatten, dass wir sowas bekommen. Das heißt, nach einer schwarzen Kerze geht es halt nur nach oben und das wäre dann die Alternative. Also da ist es dann wichtig, jetzt den richtigen Read rauszubekommen. Ja. So, hier seht ihr auch nochmal, wie der Markt das hier auch ganz gut ausgespielt hat. Also nicht der es gebrochen hat, diese Kerze und dann die Eindeckung hier auf der Oberseite. Ja, ein Trade hätte ich schon da gerne, weil es wären jetzt hier ja vielleicht 10, 20 Punkte, die ich mir jetzt hier rausgeholt hätte. Ja, 20 Punkte sind im Mikrofuture $40. Ja, und das mit zwei Kontrakten vielleicht, ja, dann sind das 40, 80. Ja, und wenn einer vielleicht doch mal durchläuft, dann kann man damit holen. Ja, ach, Sister, worauf ich ja gar nicht zu sprechen gekommen bin, ist, das werde ich nochmal machen, bevor ich das Webinar hier verlasse dann, wäre natürlich das Gimmick. Ja, man merkt halt, wir sind halt eher Trader als und keine Marketing-Typen mehr. Sehe ich hier gerade auf meinem Bildschirm. Genau, ich mache mal hier nochmal kurz die Folie auf. Also gibt ja bei mir diesen Grundkurs Skype Trading. Und in dem Grundkurs Skype Trading ist ja Black Friday jetzt am Freitag. Da kommt einiges drin vor, was ich auch heute euch genannt habe. Also 1 Minuten EMA Trading kommt vor, Thema Außenkerze kommt vor, dann Range Setups kommt drin vor, Einstieg im Trend kommt drin vor und genau, das ist das, was drinnen vorkommt jetzt. Und wer sozusagen hier an der Stelle bereits schon über mich getrackt einen Account bei FX Flat eröffnet hat oder wer vielleicht sagt, okay, FX Flat, ich möchte Future-Daten haben plus, also Future-Daten haben plus auch CFDs vielleicht zu handeln. Ja. Und da sich sagt, okay, ich entscheide mich für einen FX Flat Account und mit Sitz in Deutschland, deutscher Support und so weiter und so fort, der hat die Möglichkeit aktuell, wenn er bei der Kontoeröffnung meinen Namen angibt und dann noch eine E-Mail hinschreibt und an dem Grundkurs interessiert ist, bekommt aktuell einen Nachlass von 50% und das in Kooperation mit FX Flat, ja, dass er sozusagen hier 50% Rabatt bekommt. Auf den Kurs. Die Seite kann ich nochmal reinstellen in Chat, einkommenstrading.de.
Da findet ihr alle Infos noch dazu, also den gesamten Inhalt dazu. Ja, es ist auch Trade Management dabei, Trading Psychologie ist dabei, unterschiedlichste Möglichkeiten, wie ich rein und rausgehen kann, welcher Akteur macht was und warum sieht was wie aus im Markt, um da halt sich da reinzufuchsen. Und wie gesagt, ihr könnt einfach eine E-Mail an FX Flat schreiben mit dem, von mir aus mit dem Betreff entweder Black Friday, Heiko Behrendt, also so, dass man zuordnen kann, dass ihr den Grundkurs haben möchtet für, und das Angebot nutzen wollt. Und dann kriegt ihr von FX Flat einfach in der E-Mail den Code, der dann für euch generiert wird. Und dann könnt ihr dann einfach diesen Code eingeben und dann erhaltet ihr sozusagen diesen Vorteilspreis. Dann ändert sich der Preis bei der Bestellung von 999 auf 499. Genau, das hatte ich ganz vergessen. Ja. Und vielleicht an der Stelle noch, was mit dem Scalping, wie ich das auch gemacht habe jetzt aktuell, was da auch derzeit möglich war. Zurzeit wird ja auch immer beliebter so ein bisschen das Thema Prop Trading. Und auch ich habe das mich dem Thema mal hingegeben und habe da jetzt auch im letzten Monat, nee, vor 2 Monaten jetzt hier auch da mal so eine Prop Challenge gemacht. Musste man hier 9.000 in dem Account $9.000 erwirtschaften. Bei maximalen Drawdown von $4.500 oder nicht mehr als $3.300 im Verlust. Und da habe ich das gemacht. Und ja, das habe ich alles mit diesem Handelskonzept hier sozusagen bewerkstelligt. Und vielleicht mache ich nochmal einen Kurs extra auf den Nasdaq Future. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber das wird aktuell schon immer wieder angefragt, weil ich da ja doch einiges da mache. So sah die Entwicklung in dem Account im Übrigen aus. Also ihr seht, auch ich habe meine Drawdown-Phasen, ganz klassisch, wie wahrscheinlich jeder auch bei euch. Ja, und aber wichtig ist halt die Tendenz prinzipiell, dass halt man seine, dass der Markt halt so ja, einen Aufwärtstrend ausbildet. Ja, also wie gesagt, das war das Ziel hier, $9.000. Und hier seht ihr rechts, wie das Ganze im, ja, ich lasse mir oder ich selber mache meiner Auswertung immer so eine Art, ja, Tageschart, damit man auch die Docht und Lunten sieht. Also was war ich halt während des Tags im Minus und wie habe ich den Tag beendet? Ja, und wie gesagt, hier war mein Tag, da lief es überhaupt nicht. Ja, hier habe ich rechtzeitig aufgehört, da halt nicht ganz. Da hätte ich früher aufhören müssen. Ja, also einfach als Chart-Trader, ja, hätte ich eigentlich hier aufhören müssen, dass der Aufwärtstrend schön bestehen bleibt, aber ja, habe es nicht geschafft. Aber so werte ich das dann hier immer aus. Ja. So, und so sahen dann die einzelnen Tage aus. Also das vielleicht auch nochmal an der Stelle, das ist alles zu 100% Nasdaq-Trades gewesen, genau. Ja, so. Na, warum kann ich das hier nicht mit Escape beenden? Ha. So, ja, das ist vom letzten. So, jetzt haben wir es hier weg. So. Gut, also wie gesagt, einfach, ihr habt vielleicht schon mal einen Account über mich eröffnet und denkt, okay, Mensch, der Grundkurs Skype Trading ist was für mich, dann meldet euch bei FX Flat und dann kriegt ihr auf alle Fälle auch diesen Vorteil. Ja. Genau. So, jetzt war hier gerade noch eine Frage. Muss ich mal kurz lesen. Ich kann eins nicht verstehen, wenn der Markt doch nach unten läuft, warum suche ich immer aufwärts? Warum suche ich immer? Ach so, wahrscheinlich ist die Frage, wenn der Markt, ich kann eins nicht verstehen, wenn der Markt nach unten läuft, warum suche ich immer den Aufwärtstrend? Ja, weil genau das halt, also weil ich natürlich dann genau auf das hier setze, was jetzt passiert. Also genau das, was hier passiert. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen so eine Idee, die man einfach. Ja, also dieses Reversal hier, jetzt mal gucken, was wir jetzt gerade sehen. Ja, und das ist ja das, was ja auch viele auch kostet. Also es gibt einfach zwei, es gibt prinzipiell zwei Herangehensweisen. Also ich kann entweder immer prozyklisch handeln. Ja, prozyklisch handeln bedeutet, wir haben eine Abwärtsbewegung. Also ich mache jetzt mal keinen Multi-Timeframe-Ansatz, weil dann wird es noch ein bisschen komplizierter, dann verwirre ich wieder zu viele. Aber nur der, warum geht es denn jetzt wieder hier nicht so? Jetzt, also machen wir mal, und wir kennen auch das hier davor nicht. Ja? Also wir kennen das hier nicht so, ne? So. Wenn ich davon ausgehe und sage, ich bin jetzt ein prozyklischer Trader, dann ist ja so, ich habe eine Abwärtsbewegung, eine Erholung und eine Abwärtsbewegung. Das ist das, worauf ich halt setze.
Und ich kann halt, ich weiß natürlich nicht, wie weit die Erholung ist, aber wenn ich sage, ich habe einen Punkt für mich gesehen, dass hier eine Erholung kommen könnte an dem Punkt, ja, dann kann ich ja auch versuchen, genau diesen Part, nämlich der Erholung, zu handeln, mit dem Wissen, dass der Markt vielleicht später wieder fällt. Oder, und das weiß ich halt auch, wenn man die Eigenheiten dieses Marktes kennt, dass aus so einer Bewegung halt auch wieder komplett aufwärts und noch viel höher laufen kann, wenn ich vielleicht auch sehe, dass wir in einem Tageschart einer Unterstützung sind, die wir getestet haben. Und das hier kann ja auch der Rücksetzer sein von nur einem Aufwärtstrend, dass der Markt sozusagen hier nur das Tief getestet hat. Und deswegen ist in Kombination, sieht das vielleicht für jemanden aus und denkt sich, wie bescheuert ist der Behrendt, der versucht hier unten die Long Trade zu machen, obwohl der Markt doch fällt. Und das ist halt genau diese Kombination, die vielen Tradern halt fehlt, dass sie genau jetzt nämlich nur nach Short Trades suchen. Und falls mal als Beispiel der Markt jetzt nur nach oben geht, klar hat man da auch seine Stops. Ich habe ja auch meine Stops drin, aber es kann halt durchaus sein, dass jetzt derjenige halt versucht, hier Short zu handeln und hier Short zu handeln und da Short zu handeln und da. Oder vielleicht seine Stops nicht zieht, was ja auch ganz viele machen. Und am Ende ploppt der Markt da oben durch, da killt es dann jeden. Und dann fragt man sich, warum habe ich da unten nicht long gehandelt und die ganze Zeit auf Short geschaut? Das sind doch genau die Punkte. Und ich sage jetzt mal, die Sichtweise, auch wenn ich jetzt hier unten leider keine weiteren Trades mehr gemacht habe, aber die Sichtweise bestätigt sich ja jetzt gerade, dass es gar nicht so doof war, hier die Long-Seite zu handeln. Ja, vielleicht ein bisschen früher, aber prinzipiell ist es eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt hier eigentlich nur reinkomme, wenn ich nachspringe. Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verquatscht durch den Werbeblock, aber das ist jetzt genau das Interessante hier gewesen, die Außenkerze. Das wäre jetzt ein Außencandle-Trading als Reversal, ja, dass man hier diese Außenkerze nimmt und dann guckt, ob man hier damit reinkommt und dann genau das hier so trifft. Ja. Gut, also bis jetzt kann man sagen, Doppeltiefversuch, eventuell Turnaround Tuesday. Dennoch würde ich hier oben dann schon auch nochmal wieder gucken, ob da oben denn nicht doch im Sinne des klassischen Widerstands vielleicht auch die Short-Seite dann wieder dominanter wird. Also die würde dann so für mich so leicht überwiegen, wenn der Markt hier, sage jetzt mal, hier diesen Bereich erreicht oder jetzt hier so diese Hochs. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da was liegt. Hier oben sieht man auch, dass die ersten hier oben dann schon mal wieder mit größeren Blöcken auf uns warten. Genau. Ja, also die können auch durchgehandelt werden, das spielt jetzt keine Rolle, aber prinzipiell wäre das jetzt mal so die Idee. Gut. Ja, kriegt man jetzt hier noch einen Trade hier rein? So, jetzt sind wir am Hoch dieser letzten langen Außenkerze. Ja, hier wär sogar so ein kleiner Mini-Short sogar möglich. Aber der wäre für mich dann ein bisschen tricky, wenn der Markt genau nämlich nur bis zur 95 fällt. Ich mache jetzt hier nochmal den 5-Minuten-Chart an, dann seht ihr jetzt nochmal die Kerze, um die es gerade geht. Ja, also gerade jetzt sind wir hier am Hoch. Ich tue einfach mal das hier kopieren. Aber das, wie gesagt, wenn der Markt jetzt hier da drunter schließen würde im 5-Minuten-Chart wieder, ja, also jetzt deutlich absackt in den letzten Sekunden, was er jetzt wahrscheinlich gerade nicht macht, dann wäre das hier sogar durchaus, dass wir nur dieses Hoch hier erreicht haben. Jetzt mal gucken, ob wir hier an der 11.607, da seht ihr wieder die große Order, mal sehen, ob die geschnupft wird. Na jo, weg damit. Und wenn sowas schon so gehandelt wird, dann ja, oh, das ist das schon eigentlich ein gutes Zeichen für einen Turnaround. Ja, da komme ich. Also ich kann da halt rein, indem ich reinhüpfe, aber das Problem ist halt immer jetzt auch hier das zu zeigen, wenn ich hier reinhüpfe und der Markt kommt erstmal noch 25 Punkte runter, dann fange ich hier wieder an zu rotieren und das will ich halt einfach nicht. Aber schöner Turnaround, ein bisschen schöner wäre es gewesen, von unten das Reversal ein bisschen länger zu betreuen, aber es hatte sich halt auch so ein bisschen hingezogen und erst mit der 9 Stunde kam es jetzt rein. Ja, naja, macht jetzt auch das Kraut nicht fett, aber wäre halt einfach optisch schön gewesen, wenn hier noch der ein oder andere Pfeil blau und vielleicht hier noch ein blauer. Und da nochmal ein roter Punkt, ne, da oder hier der rote Punkt, ne, was ich den einen Trader, den hätte ich gern gehabt, um diesen Loss mit 2 Kontrakten rauszuholen oder hier vielleicht dann noch, keine Ahnung, hier nochmal einen hin, ne, so, also so wäre es ja, hätte es jetzt ausgesehen bei mir. Ne. Gut, also der Turnaround in allen Aktien, ihr seht hier alle Einzelaktien, fast der gleiche Turnaround, also
Das heißt, hier unten hat meiner Meinung nach schon der Future auch ein bisschen Attacke gemacht. Wir haben es, glaube ich, ganz gut gesehen oder vielleicht ihr auch, wenn ihr euch das Video nochmal anguckt, immer diese Limit Sells, die hier zwar gefüllt worden sind, ja, die Limit Buys meine ich, die hier gefüllt worden sind, aber der Markt hat, wurde halt, ich sage immer, zugestopft mit diesen Limit Buys und am Ende hat dieser neue Push dann gefehlt. Ja, und wenn das immer mehr Marktteilnehmer mitkriegen, dann ist das vielleicht dann auch eher eine Idee dafür, dass das hochgeht. Es kann aber auch sein, dass wenn der Verkäufer groß genug ist, der schrubbt das Ding dann halt einmal durch. Das passiert auch, dass halt genau die alle Limit Buys hier drin haben, dass die halt hier unten nochmal irgendwo ausgestoppt werden, bevor es dann hochgeht. Das gehört aber dazu. Am Ende müssen wir uns ja danach richten. Aber es war hier eigentlich ganz gut zu sehen. Was, wie gesagt, was mir halt so ein bisschen nicht gefallen hat, war einfach die Länge dieses Reversals, dass halt, wie gesagt, die Gefahr bestand, hier oben die Longs zu suchen, ist dann halt schon tricky. Hier unten wäre es halt noch schöner gewesen, hier irgendwie noch ein oder zwei reinzukriegen. Ja. Das habe ich halt verpasst. Ganz klar. Aber der View, das ist ja erstmal wichtig, dass, oder vielleicht auch, wenn man sich jetzt das Video anguckt, nochmal und sieht, okay, jetzt handle ich da so volles Brett Long. Also nicht volles Brett, ist ja übertrieben, ich habe ja nur zwei Kontrakte gehandelt, immer als Position. Aber wenn man jetzt merkt, okay, man handelt dort unten long und dann denkt man sich, warum macht der das? Und dann sieht man vielleicht dann im Verlauf, wie sich das Bild halt aufbaut, ja, und dann merkt halt, dass das der antizyklische Blick halt am Ende dann doch der ist, der halt aufgegangen ist, ja, dass man auch da vielleicht seine Vorstellungskraft trainiert, was ein Markt halt machen kann und dass es nicht immer vielleicht das ist, was so offensichtlich ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da unten den Markt eher long gesehen habt oder nicht. Ja, vielleicht habt ihr auch das Reversal noch besser getroffen, aber ja, das wäre jetzt für mich, wie gesagt, für mich war hier unten das der richtige Blickwinkel. Ich hätte vielleicht, wie gesagt, bis hierhin auf alle Fälle wäre der Long und wenn der Markt dann doch nur ein bisschen gelaufen wäre und dann runtergefallen wäre, dann hätte ich halt irgendwann die Longs halt aufgeben müssen. Ja. Gut. Ja, jetzt sind wir hier über das Hoch drüber gelaufen und kommen jetzt hier wieder zurück, aber das war jetzt zu wenig, um da jetzt nochmal einen Short zu holen. Da hätte es noch ein bisschen weiter steigen müssen. Ja. So, wartet mal, ich muss mal kurz Licht anmachen, hier wird es gerade dunkel in der Hütte. So. Ja. Gut, zieht man ein Fazit, vielleicht mit der besseren Betreuung hier unten die Longs noch weiterhin aggressiv zu handeln wie davor, wäre sicherlich irgendwie ein 100, 150 Dollar Tag oder Euro Tag geworden. Ja, das denke ich mal schon. Ja, so sind es jetzt minus 5,34 nach Kosten. Und dann gehen halt noch 6 Euro von den Gewinntrades noch abgezogen worden. Naja. So. Gut. Genau. Das Kind wartet. Ja. Also ich werde jetzt langsam da den Stecker jetzt hier ziehen. War auf alle Fälle, fand ich, wieder ein gutes Webinar. Ein bisschen mehr Mitarbeit beim nächsten Mal. Und aber vielleicht wart ihr auch alle so gespannt, dass ihr oder fasziniert oder wie auch immer, ja, dass das Ganze nicht dazu geführt hat, dass ihr Fragen hattet. Ja. Alright, also am Ende, oh jetzt ist ja jetzt spinnt sogar gerade der MetaTrader hat sich aufgehangen. Also das, wenn das kein Zeichen ist, was halt immer mal in dem Webinar passiert, wenn das kein Zeichen ist, dass ich jetzt langsam Schluss machen sollte. Also prinzipiell wird für mich heute interessant werden, wie der Tag heute hier rausgeht, wenn wir uns hier nochmal den Stundenchart hier zu Gemüte führen und uns das hier angucken. Ja, wir sind von einem extrem interessanten Bereich abgeprallt aktuell und das ist schon, finde ich schon recht interessant, ob wir es schaffen, da oben rauszugehen, also diese Tendenz hier so ein bisschen zu beenden, sodass man hier sagen kann, okay, der Markt kommt hier einmal drauf, geht weg, ein zweites Mal drauf, ein drittes Mal drauf, kommt da nicht durch und vielleicht setzen sich die schwachen Techs dann mal wieder durch und dann kann es hier einen deutlicheren Move rausgehen. Und in der Nachbetrachtung, wenn ich jetzt hier die Pfeile einzeichnen würde, ist es eigentlich so, dass wir hier unten die Long Trades gesucht haben, da unten, ja. Das ist eigentlich ja das Schöne,
auch wenn man jetzt nicht nach mit nach oben oder ich nicht mit nach oben gekommen bin, aber ich denke mal, die Idee war verständlich. Ja. Dann vielen Dank für das Feedback, dass euch das Webinar als solches gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf die Aktion oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch per Mail dann nochmal schreiben, ja, auf die Black Friday Aktion. Dann, wie gesagt, die Aktion ist bis nächste Woche Dienstag. Wenn das jetzt mit der Kontoeröffnung alles ein bisschen länger dauert, dann ist es halt so, ja, dann, wenn es halt 3 Tage länger dauert, ist auch okay. Ja, genau, ich will es halt nur nicht unendlich ausdehnen, ja, diesen Code. Ja. So, eine Frage habe ich gerade noch bekommen, die werde ich mal noch beantworten. Ah ja, der Detlef fragt gerade noch, wenn wir jetzt wieder durch den 15.30 Uhr Kurs durchgehen, kann man dann davon ausgehen, erste Richtung war die falsche? Ja, das würde ich dann schon sagen. Ja. Also wenn wir wirklich das da oben schaffen, dann war es nur der Dip. Oh. Oder wie stelle ich mir das vor? Vielleicht das nochmal ganz kurz gesagt. Also das wäre schon schön, wenn man sagt, okay, wir haben nochmal unten angetestet und kommen jetzt einfach nach oben halt oder jetzt sollte denn die Auflösung nach oben kommen. Also ich stell mir das so vor, im vorbörslichen Handel, also heute früh um 10, ist ja der DAX, der DAX sei schon, der Nasdaq hier hochgegangen und ich stelle mir das dann eher so vor, okay, das haben sozusagen die kleinen Trader gemacht, jetzt kommen die großen rein, die wollen halt auch von da unten aus nach oben, also bauen sie das Ding erstmal zurück auf das Tief und jetzt fangen sie an nach oben zu bauen und jetzt im besten Falle müsste die Auflösung nach oben kommen und dann könnte man sagen, erste Richtung wäre verkehrt. Also das wäre schon wirklich ideal, wenn wir die Auflösung oben sehen würden und plötzlich auf einmal alles anfängt zu rotieren und alles denkt, okay, diese ganze Short-Tendenz ist auf einmal weg, das Tief wurde recht aggressiv gekauft, innerhalb von einer Stunde wieder aufgekauft und wenn dann sozusagen sich die Action für dieses Event, also für erste Richtung ist verkehrte durchsetzt, dann könnte es heute noch relativ deutlich nach oben gehen. Ja. Genau, die Black Friday Aktion gilt auch für bestehende Kunden. Also ich, weil das ist eigentlich das, was mich ja auch immer annervt. Ja, das, was mich auch immer annervt, ist ja auch bei irgendwelchen Sachen, es ist immer nur für Neukunden. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich mache das auch für Leute, für Bestandskunden. Wichtig wäre, ihr müsstet halt über meinen Account getrackt sein. Ja, also das ist halt die Bedingung halt. Ja. Achso, nur für Heiko, wenn der ST öfters hängen bleibt, so hat es mir geholfen, den Prozess Priorität auf hoch zu ändern im Tasten. Ah, okay, vielen Dank. Genau. So, dann hätten wir das. Ich würde an dieser Stelle doch recht gerne mich bedanken. Ich habe es bis auf halb hinausgezögert, das Ganze. Ich gebe zurück an den Florian. Oh, hier, guck mal hier oben aus. Es ist einfach mega spannend. Immer wieder 238 Kontrakte. Es ist ja schon wieder ein schönes Brett. Aber ich muss ja auch los, ja, und ja. Wie gesagt, Trader aus Leidenschaft. So, jetzt aber an der Stelle, ich gebe zurück zum Florian. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Webinar. Ich hoffe, es findet so statt, wie es stattfinden soll. Und wenn nicht, kriegt ihr rechtzeitig Bescheid. Und jetzt aber ab zum Florian für die letzten Worte. Bis dahin. Tschüss. Ich danke dir, Heiko. Ja, ich hoffe, das nächste Webinar findet auch so statt. Ja, 14.12. haben wir wieder das Vergnügen zusammen. Von daher, ja, der Markt ist immer wieder für Überraschungen bereit, wenn man das da jetzt oben gerade sieht, die Marke. Werden wir sehen. Gut, ich wünsche den Teilnehmern natürlich und dir, Heiko, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und die Aktionen natürlich im Hinterkopf haben, wenn Sie Lust haben, können Sie das natürlich gerne in Anspruch nehmen und uns von FXFed einfach eine kurze Mail schreiben. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin raus. Ciao. Genau, ich auch. Tschüss.